Ich glaube, ich benutze jetzt nochmal hier den Heiler mal ein bisschen zum Zeigen. Oh, da sind viele Gegner, ist verständlich. Ja, deswegen. Das kann jetzt unter Umständen so wirken, dass das vom Zusehen gar nicht so spannend wirkt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das interessant wirkt, beim Zugucken. Ist allerdings... Hier bestimmt. Ja. Es ist allerdings echt ein sehr, sehr gutes Spiel. Also es ist gelungen, gut, es hat ein paar Macken, aber mein Gott, es ist Free-to-Play, da soll man nicht über motzen. Was soll man erwarten? Und Free-to-Play. Das ist von einem kleinen Spieleentwickler-Team gemacht. Ist das eben alles nicht so supi-dupi. Hier und da gibt es noch ein paar Ecken, wo man ein bisschen aneckt oder irgendwie mal festhängt. Und hier und da gibt es mal halt so kleinere. Man muss dazu sagen, die Engine haben sie zum Beispiel komplett selbst geschrieben, von Grund auf. Das ist alles deren. Dass die wissen, damit umzugehen und alles. Der nächste Spiel basiert ebenfalls auf dieser Engine. Ist aber ein komplett anderes Gameplay. Wird ein Diablo tun, wenn ich da nicht recht verstanden habe. Also nicht direkt ein Diablo. Also Diablo ja, und Warcraft, Mod-Klon und alles. Also alles so eine Mischung wieder. Wie sie halt gerne machen, so eine Mischung aus allem. Also wenn sie was machen, dann was Besonderes. Ja, unser Garrison ist, glaube ich, jetzt rechts auch down. Das ist natürlich. Und übrigens, ich weiß gar nicht mehr, ich meine, dass das so war. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber dass das deutsche Spiel Spellforce, was der eine oder andere kennt, was ebenfalls diese Mix aus Rollenspielen dann hat und Echtzeitstrategiespiel, hat sich das damals dort ein Interview, wenn ich noch recht informiert bin, von dem alten Savage abgeguckt. Die Idee. Und Spellforce ist auch eins der besten deutschen Spiele, wie ich finde, zumindest die letzten Jahre. Ja, jetzt haben wir ein weiteres Gameplay-Element. Wir haben nämlich kein Gold mehr. Das bedeutet, unser Upkeep ist weg. Das bedeutet, dass alle unsere Gebäude keine Rüstung mehr haben. Normalerweise ist es so, je länger man auf ein Gebäude einkloppt, desto mehr geht die Rüstung weg. Das heißt, wenn also zwei Leute ein Gebäude angreifen, ist die Rüstung halt sehr schnell weg. Wenn einer nur dauert, ist sie lange und bla. Und die Rüstung ist jetzt nicht zu verwechseln mit HP. Ja, block mich doch nicht. Bist du auch gegen? Ich wollte wissen, was ich rede. Ich kann mich nicht konzentrieren. Oh, wir haben jetzt Battling Rams, die ich euch nicht zeigen kann. Die auch nichts bringen. Ja, jedenfalls. Wenn ihr eben auf ein Gebäude ankloppt mit irgendjemandem zusammen, dann geht eben Armor runter. Und je weniger Armor, desto schneller geht ein Gebäude down. Ja. Und jetzt, wenn wir halt Anmieter haben, also das Upkeep wird nicht mehr eingehalten, sondern wir kriegen kein Geld mehr rein, dann geht ein Gebäude sehr schnell runter. Das ist eine Rüstung. Halt auch, wie gesagt, der Gegner hat hier die starken Nahkampfeinheiten, die haben wir leider nicht. Zum Thema Balancing im Großen und Ganzen hat eigentlich jede Fraktion ein passendes Gegenstück zu der. Also ich sag jetzt mal zu den Typen, der mich gerade platt gemacht hat, haben wir halt auch so eine ähnliche Einheit. Legionär heißt er dann. Ist allerdings, hat natürlich andere Fähigkeiten, aber so vom Prinzip, ne? Ist es das Ähnliche. Bei den Belagerungswaffen gibt es halt eine für den Nahkampf und eine für den Fernkampf, also ein Katapult und ein Rambock. Und bei den Biestern ist es dieses Ding damit. Eine Kamana statt irgendwas die ganze Zeit. Oh, Hellmonster. Oh, jetzt wird's interessant. Hoffentlich. Nein, Gegenteil, jetzt wird's gleich sehr schnell. Jetzt kommen diese Spezialeinheiten, die wir vorhin angesprochen haben. Und die werden uns gleich endgültig den Gar ausmachen. Da freuen wir uns drauf. Okay. Yep. Na toll. Ich habe einen Gegner genau vor mir übersehen, weil die Kamera so doof positioniert war. Herrlich! So, ich stealth mal. Warum auch immer. Ich wollte es einfach mal getan haben. Und tu jetzt nochmal irgendwas Sinnvolles. Bevor wir sterben. Was könnte ich denn mal Sinnvolles machen? Arrow Tower Construction complete. So, wo kommt denn jetzt die Hellbone Unit? Von rechts oder von links? Von links eigentlich. Ich baue mal so ein Eichen. Ja, bist du vor Ort? Ich bin hier am Tor. Ich glaube, das ist die falsche Seite. Ja, das ist links. Und ich glaube, da kommen sie auch. Hier kommt nämlich gerade sehr viel. Ja, da hinten flattert was. Flattert es und brennt es oder flattert es nur? Ich habe da hinten was Brennendes gesehen mit der festen Überzeugung. Everybody into the Stronghold, sagt unser Commander gerade. Oh, da ist ein Hellborn. Ah, da ist doch einer. Ich will ihn euch mal kurz von nahe zeigen. Das ist der Seelenfresser, oder was? Genau. Das ist der Typ, dieses glubbelige Ding. Der wird immer größer, wenn er Leichen frisst. Das heißt, er ist irgendwann relativ riesengroß. Jetzt ist er allerdings tot. Gestorben wir. Aber muss ein Malfa gleich kommen, weil, wie man sieht, ist halt die Luft ein wenig flammerig. Genau, und dieser Malfa ist halt die stärkste
und teuerste Spezialeinheit. Guck mal, der Tick kann jetzt wieder da, der mich erkannt hat. Ha! Ich grüße ihn mal. You're not live on GamingTurks.de. Ich vermisse jetzt irgendwie dieses brennende Ding. Ah, da hinten. Kommt es? Nee. Ich sehe nur einen Predator. Da hinten ist es doch. Ah, das ist der Malfa. Das brennende Vieh. Genau. Wenn mein Held bei uns ist, jedes Mal, wenn er jemanden tötet, wie jetzt zum Beispiel unser Freund getötet wurde, bekommt er wieder Leben. Das heißt, sobald die Seele ihn erreicht, kriegt er Leben. Deswegen sollte man nicht in den Rhein rennen und einfach hoffen, dass man ihn so tötet, wie jetzt hier alle es irgendwie tun. Oh, ich liebe das diesen Server. Das ergibt keinen Sinn. Ihr solltet alle damit aufhören. Oh, es ist hinter mir. Ah, geht weg, geht weg, geht weg. Theoretisch halten die gar nicht mal so viel aus. Also, Nein, muss aber zusammen angreifen. Genau, weil sie halt immer wieder ihre Lebensenergie regenerieren, wenn die man getötet. Zweimal was. Das da ist die Belagerungseinheit der Biester. Die Nahkampfbelagerungseinheit. Jetzt wird's böse. Yep. Aber schön effektvoll. Das muss ich jetzt hier zumindest lassen. Ah, yeah. Juhu. Ja. Wir werden alle getötet, aber immerhin sieht's geil aus. Das Doofe ist, ich kann auch. Wir haben nur diese scheiß Billigeinheit, damit können wir hier nichts reißen, ehrlich gesagt. Naja. Genießen wir den Untergang. Freude, Freude. Wenn sich nicht darüber freut. Ich repariere mal währenddessen. Ja, einer fast down, aber. Ah, einer ist down. Schnell, du. Ha! Gut, der andere. Ja. Aber da hinten kommt schon neuer. Egal, solange es nicht zwei sind. Die haben höchstwahrscheinlich auch direkt von unseren Lagern einen Sub-Layer gebaut, also sowas wie die Garrison, einen Spawnpunkt für alle, wenn man so möchte. So, der ist auch down. Ist da kommt schon der nächste. Am nächsten ist immer ein Behemoth. Auch down? Oh, von mir sogar getötet. Graz. Bist du jetzt überhaupt wieder? Ah, da springt etwas. Aber man kann tanzen. So, da hinten kommt noch einer. Ich mach mal einen Spell, dass er weniger Schutz hat. Und wie man sieht, ist er sofort tot dadurch. Jetzt macht hier jemand ein Schild, wodurch wir nicht mehr schießen können. Das ist auch intelligent. Das war ich? Ja, danke, Nico. Da ist man gegen Fernkampf. Ja, aber allerdings kann man auch nicht rausschießen. Nee, hey, da steht ein Behemoth. Ich wollte doch mal so ein Geschütztürmchen hier hin. Solange diese Luft brennt, wie gesagt, ist irgendwo noch so. Ich mag sogar, wenn ich erwischen würde. Aber. Ja, das Heilen ist auch ein bisschen tricky, weil man ja, wie gesagt, genau treffen muss. Ja, aber es ist so ein Snap-on-System. Das ist ganz nett. Ja. Ist er gestorben? Nein, du hast ihn getötet. Ich weiß. Da kommt schon wieder der nächste. Ja, so zieht sich das jetzt, bis wir endgültig verloren haben. Den Gewinn werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr. Dafür fehlt nämlich dooferweise das Gold. Hätte ich hier nochmal, dann bist du wieder down. Eine Frechheit. Bin doch tatsächlich tot. Jetzt kann ich euch aus lauter. Noch einer! Zwei Siege Units! Aus Lust und Laune zeige ich euch jetzt einfach nochmal eine Siege-Einheit, auch wenn es nichts bringt. Katapult oder Battling Ram. Machen wir es Katapult. Bringt absolut nichts, ist auch eine ganz doofe Aktion, aber ich würde es doch mal gezeigt haben. Ich finde, das sollten wir dann zumindest mal getan haben. Ja. Gut, drück mal die mittlere Maustaste bitte, damit ihr es auch sehen, was du es denn gerade gemacht hast. Was denn? Mittlere Maustaste. Ja? Ja. Was dann? Der eine, da geht der andere Modus an. Zum Zielen. Ich kann auch einfach 2 drücken, oder? Nein. Doch. Wenn du 2 drückst, dann zoomt die Kamera raus. Du hast gedrückt, die mittlere Maustaste. Du meinst C soll ich drücken. C? Ja, bei mir ist es C. Das ist die Standardsteuerung. Hättest die andere nehmen sollen. Ich bin doch viel mehr jetzt gerade. Ja, mit C kann ich halt hier... Ja, jetzt ist es eh wurscht.
mittleren Maustaste, du Vogel.